In vielen Gemeinden wird eifrig diskutiert. Soll immer alles beim Alten bleiben oder darf und kann man sich mutig an Veränderungen wagen? Und während die einen noch lautstark nach Innovationen schreien, fürchten die anderen die Anbiederung an den Zeitgeist. Und dann entstehen Fronten und Verhärtungen. Das Verrückte ist, beide haben recht. Weil sich die Gesellschaft verändert, brauchen wir natürlich veränderte Angebote in der Kirche, um der Kommunikation willen, damit man uns versteht. Wir müssen aber zugleich vorsichtig sein, dass der Kern der christlichen Botschaft markant und auch widerborstig bleibt, dass wir nicht um der Form willen den Inhalt antasten. Wie das gehen kann, hat Paulus, einer der ersten christlichen Missionare, vorgemacht. Er wird damals in Athen vor den obersten Gerichtshof geführt. Warum? Weil seine merkwürdigen Predigten von Glaube, Liebe und Hoffnung so große Aufmerksamkeit erregen. Nun, sagen die Richter, dann erzähl uns doch mal, was du da genau verkündigst. Und Paulus erweist sich schon vor 2000 Jahren als Fachmann postmoderner Kommunikation. Er hat sich nämlich gekonnt die Lebenswelt der Athener angeschaut und sagt: Wisst ihr, ich bin gerade durch eure Stadt gelaufen und ich habe gesehen, wie wichtig euch Glauben ist. Überall stehen Tempel herum, für unzählige Gottheiten. Wahnsinn, was ihr da alles verehrt. Doch dann habe ich einen Altar gefunden, der hatte eine ganz eigenartige Aufschrift. Da stand: dem unbekannten Gott. Erstaunlich, oder? Ihr habt also Angst, einen Gott zu vergessen. Und damit dieser möglicherweise vorhandene Gott euch nichts krumm nimmt, bringt ihr ihm vorsichtshalber schon mal Opfer, obwohl ihr ihn gar nicht kennt. Offensichtlich spürt ihr, dass es im Leben mehr gibt. Und wisst ihr was? Genau von diesem Gott erzähle ich. Und ich habe eine schöne Nachricht. Dieser Gott will gar keine Opfer. Der will Menschen beschenken. Der will ihnen unendlich guttun. Und dann fügt Paulus ganz frech an: Eigentlich verehrt ihr diesen Gott schon. Ihr kanntet ihn nur noch nicht. Wird höchste Zeit, ihn kennenzulernen. Ich halte diese Geschichte für ein Meisterstück der Predigtkultur. Paulus bietet sich nicht an, oh nein, aber er knüpft an. Er verkündigt nicht im luftleeren Raum allgemeine Glaubenswahrheiten, sondern bezieht sich explizit auf die Sehnsüchte und Fragen der Athener. Um genau so eine Form der Predigt vermissen heutzutage viele Menschen in den Kirchen. Eine, in der sie vorkommen, in der der Prediger erkennbar wird und vorkommt und in der sie spüren, dass Gott ihnen näher ist, als sie zu glauben gewagt haben. Wie ging das Ganze damals aus in Athen? Naja, so wie immer. Einige verspotteten Paulus. Die mochten sich nicht ins Leben reinreden lassen. Andere wollten mehr wissen. Erzähl uns von diesem Gott. Wie können wir ihn denn kennenlernen? Und einige waren so überwältigt, dass sie ihr Leben veränderten. Lustvoll und fröhlich. Wie bei jeder guten Predigt. Weitere Folgen des Bibel-Videoblogs finden Sie im Videoportal der Deutschen Bibelgesellschaft unter www.bibelvideos.de.